Herzlich willkommen zu MusoTalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Es ist ja mittlerweile ein gängiger Trend geworden, dass die Entwickler von Host-Programmen immer mehr innovative Funktionen aus Plugins ins Programm direkt integrieren. Das hat Steinberg jetzt mit Vari Audio auch gemacht. Und das Ganze ähnelt von der Funktionsfähigkeit und auch vom Handling stark an Melodyne. Vari Audio ist eine neue Funktion im Cubase Audio Editor, ist spezialisiert auf das automatische Erkennen und Korrigieren von Tonhöhenschwankungen, besonders bei Stimmen. Wir wollen das Ganze heute mal auf die Schnelle vergleichen, und zwar mit Melodyne in der Version 3.2. Für meinen Test habe ich ein Vocal Sample eingeladen. Und das auf 3 Spuren eingefügt. Eine Spur für Vari Audio Cubase. Und dann auf der 3. Spur hier habe ich die Melodyne Bridge genommen, um das Ganze in Melodyne 3.2 zu analysieren. Schauen wir mal rein, wie das bei Cubase aussieht. Da gehe ich hier links auf Vari Audio. Und da sehe ich es schon. Hier ist das analysierte Audio zu sehen. Dann schauen wir uns das gleiche mal in Melodyne an. So sieht das aus. Auf den ersten Blick schon mal sehr ähnlich. Wie wir gesehen haben, teilt Cubase die einzelnen Tonhöhen in kleinere einzelne Events auf, als Ceremony. Aber das können wir im Cubase Editor relativ leicht nachbearbeiten. Vor der Tonhöhenbearbeitung ist es sinnvoll, die Segmente zusammenzufassen, die zusammengehören. Da schalte ich jetzt hier mal links auf Segmente um, halte die Alt-Taste gedrückt und bringe diese beiden Segmente mal hier zusammen. So, will ich Tonhöhen verändern, zum Beispiel das Microtuning, kann ich hier hinten das Microtuning einfach verschieben und die Tonhöhe quantisieren, geht auch sehr einfach. Einfach hier rüberziehen. Man sieht hier auch sehr schön, wenn man in der entsprechenden Zoom-Stufe ist, wie hoch der Versatz zur Originaltonhöhe ist. Ich werde natürlich heute nicht alle Funktionen von Vari Audio im Detail beleuchten können. Was mich allerdings primär erstmal interessiert hat, ist, wie sieht es denn mit der Qualität im Vergleich zu Melodyne aus? Auch hier müssen wir natürlich vorsichtig sein, denn man kann sicherlich bei der Nachbearbeitung in beiden Programmen noch eine Menge rauskitzeln. So, als erstes werde ich jetzt mal in unserem Vocal Sample alle Tonhöhen ganz radikal quantisieren. Und die Microtuning-Schwankungen, die werde ich mal so um 50% begradigen. So hört sich das an. Dance or locomotion. Dance or locomotion. So, das ist Cubase. Jetzt gehen wir mal rüber in Melodyne. So, da wählen wir unter Bearbeiten die Tonhöhenkorrektur aus, 100%. So, und dann wollen wir uns hier im Microtuning-Bereich mal auch mal ein bisschen angleichen für alle. So. Das müsste in etwa mit der Einstellung von Cubase mithalten können. So. I'm dance or locomotion. I'm dance or locomotion. I'm dance or locomotion. So, und dazu jetzt im Wechsel mal wieder Cubase. Locomotion. I'm dance or locomotion. Nochmal zurück zu Melodyne. I'm dance or locomotion. I'm dance or locomotion. Wie wir gesehen haben, kommt Cubase Melodyne sowohl in der Funktionsweise wie auch im Ergebnis schon mal erstaunlich nah. Wir wollen deshalb jetzt mal ein bisschen extremer zu Werke gehen und mal schauen, was passiert, wenn wir kreativ mit den beiden Tools umgehen und zum Beispiel die Tonhöhen richtig extrem verändern. So, dazu gehe ich jetzt zurück in Cubase und ziehe mal dieses Segment auf G. Und das mache ich jetzt auch mal hier mit diesem. Jetzt hören wir uns das mal an. So, und den Schweinkram machen wir jetzt auch mit Melodyne. So, hier ist er. Ziehen wir uns. Na, falsches Tool. G
und hier auch G. Dance on locomotion. I'm dance on locomotion. I'm dance on locomotion. So, im Vergleich jetzt nochmal Cubase. Dance on locomotion. I'm dance on locomotion. Also das Vari-Audio in Cubase 5 kommt ziemlich nah an Melodyne ran. Obwohl ich vielleicht Celemony ein wenig Vorteile im Bereich Klang noch attestieren würde. Aber das kann auch Geschmackssache sein. Deswegen werde ich alle Audiobeispiele auch noch ausspielen und zum Download zur Verfügung stellen. Um alle Files in einem Rutsch exportieren zu können, kann ich die neue Multikanal-Export-Funktion in Cubase 5 benutzen. Die hake ich jetzt mal hier an und hier sehe ich meine drei Spuren. Die kann ich alle gleichzeitig auswählen und dann kann ich alle Spuren ausspielen. Und das ist nicht nur hilfreich, wenn ich meine Songs langfristig archivieren will, sondern es macht sicherlich auch Sinn, diese Funktion zu benutzen, wenn ich an einem Song mit Leuten zusammenarbeite, die nicht alle VST-Plugins und Instrumente besitzen, die ich zu Hause habe. Ich kann das Ganze in den Pool oder als Audiospur importieren, aber auch aus diesen neuen Files ein komplett neues Projekt erzeugen. Sehr sinnvoll. So, und jetzt bin ich leider schon am Ende unserer ersten Testfahrt von Cubase 5. Ich hoffe, es war möglich, einen ersten Eindruck zu bekommen, was Cubase 5 an neuen interessanten Funktionen so bietet. Und in Kürze mehr hier auf diesem Blender. Tschüss!